Kann es wirklich wahr sein, es wird keine Nvidia GeForce GTX 2080 geben? Hallo und willkommen zu einem neuen News-Video eures Lieblings-Montis. Also heute ist der 30.03.2018. Vor genau einem Jahr habe ich mir auf dem Rad meinen Ellbogen gebrochen. Daher werde ich nun... Ne, Moment, das war ja für ein ganz anderes Video. Also nochmal von vorne. Also heute ist der 30.03.2018. Das heißt, dass die GTC-Hausmesse von Nvidia vorbei ist, auf der nahezu alle Grafikkartenfans unseres und der benachbarten Sonnensysteme die Vorstellung der neuen Nvidia-Grafikkartengeneration erwartet haben. Die Freude auf die News der GTC war fast so groß wie die auf die nächste leckere Tasse Kaffee. Und meinen Kaffee habe ich selbstverständlich bekommen, aber die entsprechenden News leider nicht. Wie soll heißen, die stark versalzene Gerüchteküche der letzten Monate müsst ihr euch leider weiterhin so reinziehen. Vorzugsweise natürlich in Form meiner Videos. Denn dazu gibt es ja mehr als genug auf meinem Kanal. Es ist jetzt aber nicht so, dass die GTC lief und Nvidia hat nichts Neues präsentiert. Denn interessante Grafiklösungen gab es ja durchaus. Nur halt nichts, das man sich mal eben zu Hause installieren könnte. Wer aber im Besitz von überdurchschnittlich viel Bargeld ist und wer immer zu Angst hat, dass sein Grafikkartenspeicher nicht ausreicht, für den hat Nvidia nun die perfekte Lösung parat. Nämlich eine neue Volta V100. Ja, die gibt es natürlich schon länger, aber nun gibt es einen V100 mit 32 GB HBM2 Speicher. Die Angst vor zu wenig Grafikspeicher sollte damit endgültig der Vergangenheit angehören. Ladies and gentlemen, this is the Quadro GV100, the world's first workstation GPU based on the Volta architecture. It also is the first one that has a brand new interconnect between GPUs called NVLink 2. Und im Zuge der neuen Quadro GV100 kann man diese tatsächlich auch käuflich erwerben. Ein pervers dickes Bankkonto sollte dafür aber auf jeden Fall zur Verfügung stehen. Denn läppische 8.699 Euro dürft ihr dafür rüberwachsen lassen. Dass so eine Karte für den Privatnutzer aber nicht wirklich sinnvoll ist, ist hoffentlich jedem klar. Weiterhin hat Nvidia auch den DGX2 vorgestellt. Einen sogenannten GPU-Cluster, der per NV-Switch stolze 16 GV100 GPUs zusammenschalten kann und in der maximalen Ausbaustufe mal eben stolze 81.920 Shader zur Verfügung stellt. Ladies and gentlemen, grip it and rip it. This, ladies and gentlemen, is the world's largest GPU. Welch unfassbar gut aussehenden Spiele bei perfekter Unterstützung so einer GPU-Power möglich wären, das mag man sich gar nicht vorstellen. Muss man auch gar nicht. Denn leisten kann sich sowas eh niemand und selbst wenn, wäre der private Nutzen da doch eher gering. Trotzdem finde ich es immer wieder bemerkenswert, was technisch so alles möglich ist. Denn falls das Shader-Modell die nächsten Jahrzehnte so bestehen bleibt, was ich übrigens nicht glaube, dann dauert es glaube ich noch verdammt lange, bis wir mal 81.920 Shader in unserem heimischen PC stecken haben. Wie schon angedeutet, gab es leider nicht ein einziges Wort zu den uns mittlerweile so geläufigen Codenamen Turing und Ampere, die weiterhin leider nur der Gerüchteküche entstammen. Denn Nvidia hält sich extremst zurück und hat nicht mal eine aktualisierte Roadmap vorgestellt. Der letzte Eintrag in der Roadmap ist Volta. Und Volta ist ja nun mittlerweile auch schon ein alter Hut. Ich muss sagen, dass ich jetzt schon ziemlich enttäuscht bin, dass Nvidia die Gamer so überhaupt nicht beachtet hat. Und sie werden dafür natürlich einen guten Grund haben. Aber wer braucht schon Nvidia, wenn er Tweaktown hat? Denn Tweaktown weiß einfach mehr als alle anderen. Zumindest behaupten sie das. Denn Tweaktown hat nach eigenen Angaben diverse Gespräche mit wichtigen Leuten der Branche geführt. Okay, das allein ist natürlich keine News wert. Aber diese Gespräche brachten wohl zutage, dass die neuen Karten entgegen aller bisherigen Vermutungen nicht die Bezeichnung 20XX tragen werden, sondern für mich ziemlich überraschend tatsächlich die 11 im Namen haben sollen. Ganz klare Betonung liegt hier natürlich wieder auf sollen. Denn auch wenn Tweaktown in der Regel durchaus seriös ist, kann sich das alles am Ende trotzdem als totaler Nonsens herausstellen. Aber nicht nur das,
Es wird auch behauptet, dass das komplette Namensschema verändert werden könnte und es wohl gar keine 1170 oder 1180er Karten geben wird. Im Raum stehen hier Bezeichnungen wie 1175 oder 1185. Das ist sicherlich nicht ganz unmöglich, jedoch würde ich den Schritt zu dieser Bezeichnung nicht so ganz nachvollziehen können. Der Sinn der 11 ist natürlich sofort jedem klar, aber hier haben halt alle mit einer 20 gerechnet, da dies einfach besser klingt und auch aussieht. Aber eine 75, 85 und so weiter, das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Wenn, dann sollte Nvidia einfach das komplette Namensschema umschmeißen. Aber bitte, bitte nicht in Form von AMD mit zum Beispiel der R7, R9 und so weiter. Denn das war einfach zu verwirrend für einen alten Monty. Bitte denkt doch auch an die über 30-jährigen Nvidia. Möglich wäre vielleicht eine komplette Namensspaltung von Ampere und Turing. Obwohl, dazu reicht ja eigentlich auch schon die GeForce GTX Bezeichnung. Aber am Ende kann es uns doch auch kurz egal sein, wie die Karten nun heißen. Wichtig ist doch, was drin steckt. Und das werden wir wohl die nächsten Wochen immer noch nicht erfahren. Weiterhin steht nämlich das dritte Quartal 2018 als Erscheinungstermin in den Gerüchtebüchern. Und hier lege ich mich nun so langsam auch fest, dass die neuen Turing-Karten auch nicht eher erscheinen werden, die dann übrigens auch im 12-Nanometer-Prozess gefertigt werden. Und die Ampere-Karten sollen gar erst 2019 erscheinen und im 7-Nanometer-Prozess gefertigt werden. Und der späte Turing-Release liegt sicherlich nicht nur an dem fehlenden Druck, dem Nvidia von AMD ausgesetzt ist, sondern zum Großteil sicherlich noch am GDDR6-Speicher. Denn ziemlich sicher wird dieser auf die neuen Karten auch eingesetzt werden. Denn HBM2 ist noch zu teuer und noch viel zu schlecht verfügbar und noch dazu kaum schneller. Und da GDDR6 wohl spätestens so im Juli verfügbar sein soll, naja, den Rest muss ich euch jetzt wohl nicht erklären. Denn meine Zuschauer sind ja bekanntermaßen nicht nur besonders gut aussehend, sondern auch intelligent. Nein, heute kommen wir mal im Kommentar des Tages nicht zu etwas völlig anderem. Denn wir bleiben beim Thema Grafikkarten. Und heute gibt es mal einen klassischen Stirnklatsch-Kommentar, bei dem ich nur noch mit dem montischen Kopf schütteln konnte. Finger weg von China-Karten. Es hat Gründe, warum die Dinger hier nicht vertrieben werden. Und auch Finger weg von AMD-Karten. Preis, Leistung ist einfach nicht gegeben. Dieser Kommentar gehört wohl mit zu den unqualifiziertesten Kommentaren, die ich je auf meinem Kanal gesehen habe. Da ist selbst sowas wie Erster besser. Weißt du, Roy, jeder darf natürlich seine Meinung haben und auch äußern. Aber wenn, dann sollte da auch eine sachliche Begründung dabei sein. Und wer einfach nur sagt, dass China-Karten Mist sind und AMD-Karten zu teuer, der kann sich ganz ehrlich das Kommentarschreiben auf meinem Kanal in Zukunft gerne sparen. Vielleicht ist es dir ja gar nicht bewusst, aber ein Großteil der von uns genutzten Elektronik wird mittlerweile ausschließlich in China hergestellt. Und dazu gehört auch zum Beispiel eines der beliebtesten Smartphones überhaupt, nämlich das iPhone. Nicht nur das, was denkst du denn wohl, wer die Chips für Nvidia zum Beispiel produziert? Das ist nämlich die Firma TSMC mit Sitz in Taiwan. Und ich will jetzt keine politische Debatte lostreten, aber zumindest offiziell gehört Taiwan zu China. Und warum bieten AMD-Karten ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis? Besonders schlimm finde ich ja einfach, dass du gleich alle AMD-Karten in einen Topf wirfst. Ja klar, die Vega-Karten sind hier wirklich nicht so stark, aber alle anderen Karten bieten bei den aktuell sehr hohen Grafikkartenpreisen zurzeit ein ähnlich beschissenes Preis-Leistungs-Verhältnis wie alle anderen auch. Boah, was kann ich mich über so schwachsinnige Kommentare aufregen? Und eigentlich hast du es überhaupt nicht verdient, in diesem Video mit sowas auch noch eine Bühne zu bekommen. Aber zumindest das hast du ja damit geschafft. Aber eine Bitte an alle anderen. Ihr dürft euch gerne über alles aufregen, mache ich ja auch. Aber schreibt zumindest immer eine Begründung dazu. Denn ansonsten ist eure Meinung einfach völlig wertlos. Also jetzt ganz schnell zur Umfrage des letzten News-Videos, das ausnahmsweise mal so rein gar nichts mit dem Videothema zu tun hatte, sondern mit der Umfrage selbst. Denn ich war mir ja gar nicht so sicher, wie sehr es euch überhaupt gefällt, dass ich die Umfrage hier immer bespreche. Aber das hat sich ja nun offensichtlich auch erledigt. Denn 71% von euch finden das super und 10% immerhin ganz nett. Das sind zusammen dann über 80%. Mehr als nur ausreichend, um so weiterzumachen. Da kann ich die 35 Leute, die nichts damit anfangen können, eigentlich getrost ignorieren. Und den 15%, die schon am Eiersuchen sind, wünsche ich dabei viel Erfolg.
Und vergesst nicht, YouTuber haben bekanntlich keine freien Tage. Da gibt's natürlich auch über Ostern weiter neue Videos von mir. Und jetzt heißt es Daumen hoch für dieses Video hier. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dann.